Heute werden wir ganz besondere Dinge erleben und was genau, das seht ihr nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Samstag und es ist gerade mal 7:15. Heute ist es kein Disney-Content. Heute passiert etwas ganz Besonderes, denn wir sind heute eingeladen bei 66 Minuten in Neuwied bei Koblenz. Ja, was ist das ganz genau? Das sind Escape Rooms, aber keine einfachen Escape Rooms, wie ihr die so gewöhnt seid. Ihr werdet in den Raum eingeschlossen, habt eine Stunde Zeit, dort wieder rauszukommen. Nein, es läuft da so ab, dass tatsächlich alles richtig, richtig geil designt ist. Es wird thematisiert sein, es wird Darsteller geben. Es ist sehr, sehr immersiv. Also ihr taucht in eine richtige Geschichte ein. Wir werden heute auch eine Geschichte erleben von Madita. Die Simone wird mit dabei sein und auch natürlich die Brina. Das heißt, alle werden auch so ein paar Sachen aufnehmen. Wir werden eine Kopfkamera aufbekommen, also die habe ich bei mir schon in der Tasche, die GoPro, und euch natürlich dann auch so ein bisschen was zeigen, was wir heute so erleben werden. Ihr seht schon, ich habe mir heute kein Gel in die Haare geklatscht, weil wenn ich nachher die ganze Zeit dieses Kopfding anhaben werde, dann würde ich danach eh aussehen wie durch die Mangel genommen. Von daher, ich werde mich jetzt erstmal gleich dann soweit noch fertig machen, die Tasche fertig packen und dann geht's um 8 Uhr in Richtung Neuwied, wo wir uns dann schon so um 9:15 treffen werden. Also bis dahin. Mittlerweile sind wir in Neuwied angekommen. Ein kleines Städtchen hier oben am Rand von Rheinland-Pfalz. Hier geht's ja schon fast Richtung NRW, ne? 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 Mhm. Ne? 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 Prina und Simone sind auch da. Wir starten jetzt gleich los. Ich werde die Kamera hier gleich nicht halten können. Ich werde gleich eine auf dem Kopf haben, weil schon vor der Tür geht es dann sofort los. Und unser erster Raum, unser erstes Spiel ist Maditas Geheimnis. Oder? Ja. Maditas Geheimnis. Und das werdet ihr bei mir jetzt in so ein paar Ausschnitten sehen. Wir teilen uns so ein bisschen auf, damit wir haben 5 Spiele heute zu machen und sonst hätten wir nachher 3 identische Videos wahrscheinlich. Von daher seht ihr jetzt das erste Spiel bei mir, dann geht's weiter bei Simone, dann geht's weiter bei Brina und wir sagen es auf jeden Fall immer an, wo ihr dann was sehen könnt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben die Jacken jetzt im Auto gelassen, weil wir wurden per PDF schon gebrieft als Agenten. Und uns wird gesagt, unnötiges Gepäck und so. Sollen wir bitte im Auto lassen? Natürlich Kamera-Equipment und so muss natürlich mit dabei sein. Wir ziehen jetzt mal los und dann mal schauen, was wir alles erleben. Und ich ziehe mir jetzt direkt mal die Kopfkamera an. Was suchen wir denn jetzt hier? Hast du angemacht? Ja. Ja, das war unsere erste Mission, Maditas Geheimnis. Ihr habt jetzt so ein paar Ausschnitte gesehen, zeige euch natürlich nicht alles. Ich weiß gar nicht, mit was es jetzt weitergeht, aber es geht dann jetzt bei Simone weiter. Also ihr müsst dann Simones Video schauen, um den zweiten Teil zu sehen. Und dann den dritten Teil dann nachher bei Brina. Ja, 3 Spiele haben wir inzwischen jetzt hinter uns und es ist einfach wirklich der Wahnsinn. Wir hatten jetzt gerade Trophäensammler gemacht und immersiv trifft es eigentlich überhaupt nicht. Es ist so krass, wie schnell man da in dieser Geschichte drin sitzt. Also ihr taucht schon draußen auf der Straße praktisch in eine ganz eigene Geschichte ein und es gibt so viele Sachen, die dort gezündet werden, die ich so gar nicht kenne. Also ich bin jetzt sowieso nicht so Escape Room erfahren, aber das da ist einfach schon genau mein Ding einfach.
man rätselt, man erschreckt sich mal, es wird eine tolle Story erzählt und passt einfach wirklich alles und das Team ist einfach auch der Wahnsinn. Also alle spielen da super gut mit, das ist nicht einfach so, dass ihr irgendwo eingeschlossen werdet und jetzt schaut raus, dass er da irgendwie nach einer Stunde rauskommt, sondern es wird die ganze Zeit interagiert und das ist schon echt nicht selbstverständlich. So, Mittagspause, habe ich ja gerade eben schon angekündigt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Mittagessen. Mal gucken, wo es hier in Neuwied irgendwo was gibt. Ich bin mal sehr gespannt. Das Wetter ist schön. Ich habe keine Jacke an. Nicht, weil es so warm ist, sondern weil wir die Jacken im Auto gelassen haben. Heute Nachmittag geht es weiter und ich nehme euch natürlich noch weiter mit. Madita im Neuwieder Einkaufszentrum Schlemmerkuppel tot aufgefunden. Maditas Bruder Anton war sich damals schon sicher, dass deren eigener Bruder, Schlachter Franz Josef Schlabeck, die Schwester auf dem Gewissen hat. Seit damals gibt es an jedem 8. August ein Todesopfer. Mit seinen besten Freunden gründete Anton die Anti-Schlabeck Force. Ziel der ASF war und ist es, Schlabeck als Mörder von Madita und allen weiteren Opfern zu überführen. Während Schlachter Schlabeck nach außen den Mann in der weißen Weste gibt, wurde die ASF verboten und agiert nur noch im Untergrund. Ihr seid nun ein Teil der ASF und werdet für die Force Missionen erfüllen. Aber zuerst schwört aufstehen! Aufs Herz. Hand aufs Herz. Ich schwöre, nachsprechen. ASF ohne jetzt. Furcht zu dienen. Ich schwöre der ASF ohne Furcht zu dienen. Das geht mit mehr Pathos und mit mehr Stolz. Ich werde alle Anweisungen mit besten Kräften ausführen. Ich werde alle Anweisungen mit besten Kräften ausführen. Jawohl, ihr macht mich ja noch stolz. Ich werde der ASF treu und verschwiegen sein. Ich werde der ASF treu und verschwiegen sein. Sehr schön. Das waren jetzt wieder Bilder von, wie hieß es jetzt? Geldrausch, ganz genau. Hat in der Bar gespielt, Mission Impossible, alles mögliche mit dabei. Super coole Rätsel, sehr, sehr aufregend. Die Geschichte ist wieder durchgezogen worden. Seit heute Morgen spielen wir hier im Auftrag der ASF. Und Simone Hart. Nein, es ist Staub vom Boden. So, und uns steht jetzt natürlich noch die größte Challenge bevor, und zwar Amulett. 99 Minuten. Horror, Angst, Grusel. Ich bin sehr aufgeregt, bin sehr gespannt und habt ihr Angst? Ja. Ja, Angst nicht, aber ist schon so ein bisschen aufregend. Ich bin sehr gespannt und die Bewertungen überschlagen sich ja im Moment und wie unsere Bewertung ist zu den einzelnen Maces, wie es uns so gefallen hat oder so, das seht ihr nachher dann noch. So, natürlich wollt ihr jetzt auch ein bisschen darüber erfahren, was ist 66 Minuten genau, wer steckt da eigentlich dahinter? Und ich denke mal, das lassen wir einfach die Leute erzählen, die es am besten wissen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, hallo, ich bin der Oliver Grabus. Ich bin der künstlerische Leiter, der kreative Kopf hinter 66 Minuten in Neuwied, den Theater Adventures. Wir sind mit 66 Minuten seit 2015 hier in der Schlosspassage gegenüber vom Neuwieder Schloss. Am wunderschönen Rhein, das ist eine Deichstadt. Und vor 66 Minuten, also vor den Adventure Games, waren wir hier mit einem Horrorhaus von 2012 bis 2015 drin. Wer ist denn die ASF? Wer ist die ASF? Die Anti-Schlabeck-Force
Ja, das ist so der Robin Hood in unserer großen übergeordneten Story. Also bei uns hängen alle Adventure Games in einer großen Geschichte zusammen. Und die Anti-Schlappeck-Force, die kämpft fürs Gute und kämpft natürlich gegen den bösen Widersacher, den Franz Josef Schlappeck, der böse Schlachtermeister. Warum machst du den ganzen Quatsch so gerne? Ich mache diesen ganzen Quatsch so total gerne, weil es eine unglaublich tolle, kreative Umgebung ist, Technik künstlerisch mit Storytelling zu verbinden. Ich kann mich als Regisseur ausleben, als Autor, als Schauspieler und habe ein ganz, ganz tolles Team hinter mir, die unglaublich begabt sind in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Handwerklich begabt, technisch begabt, IT-technisch begabt, aber auch so in den Medienproduktionen. Ihr habt das ja schon mitbekommen, also sehr viele Toncollagen, Soundcollagen, Soundsetting und viele Videos, die produziert wurden und so weiter und so fort. Und mit so einem Team so kreativ zusammenzuarbeiten, macht unglaublich Spaß. Vor allen Dingen, wenn man am Ende Leute hat, die so begeistert dann sind. Das heißt, man hat immer so ein direktes Feedback, wie es den Leuten gefallen hat. Und das ist großartig. Wie viele Räume habt ihr eigentlich oder wie viele Spiele bietet ihr an? Also wir haben aktuell 5 Indoor-Missionen und 2 Outdoor-Missionen. Wir haben eine Online-Mission, die gibt es in Deutsch und in Englisch, die ist live. Und wir haben eine Mission für zu Hause, eine Kiste, die man sich dann hier kontaktlos abholen kann und wieder zurückbringen kann. Und alles spielt dann in der Welt der Anti-Schlappeck-Force. Was vielleicht noch ganz wichtig wäre, ist, was unterscheidet euch vom normalen Escape Room, den man so kennt, wo man so eingesperrt wird und dann nach 60 Minuten da wieder rauskommen soll? Also bei uns ist man grundsätzlich erstmal nicht eingesperrt. Das heißt, es geht gar nicht darum, herauszukommen. Das ist ja das, wovor viele immer Angst haben oder Platzangst. Bei uns ist es eher, kann ich fast sagen, ein Break-In-Szenario. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das unterscheidet uns nicht von anderen Anbietern, die sowas natürlich auch haben. Es gibt Rätselräume, würde ich sagen, im Großen und Ganzen. Und es gibt Adventure-Games, die so ein bisschen storylastiger sind, die immersiv sind, wo also ein Sound-Setup dabei ist, ein Storytelling, wo es Immersion hergestellt wird, also dass alles sich sehr echt anfühlt, wo es auch so ein bisschen emotionaler wird, weil man sich vielleicht mal erschreckt oder ist man jetzt ganz aufgeregt oder ganz angespannt oder muss auch mal lachen oder vielleicht ist man auch mal traurig. Alles das versuchen wir zu machen. Das ist also eine weitere Ebene, die auf dem Rätselraum drauf liegt. Darüber hinaus haben wir individuelle Einstiege. Das heißt, jede Mission beginnt bei uns individuell anders mit einem Schauspieler. Und auch das ist besonders, dass bei uns in allen Missionen Schauspieler in verschiedenen Kostümen, in verschiedenen Rollen auftreten und die Story praktisch vorantreiben, bringen eine Wendung oder eine Änderung und führen die Story praktisch weiter fort. Ich glaube, was uns noch unterscheidet, ist, dass man bei uns seit 2018 das nicht mehr nicht schaffen kann. Also wir erzählen immer die Geschichte fertig, das heißt, es ist immer ein großes Finale, das man am Ende erlebt und wir manipulieren das Spiel dann so, dass Anfänger das Finale erleben, aber auch Fortgeschrittene etwa 66 Minuten dann auch in so einem Spiel drin sind. Ja, sind jetzt die Anfänger oder die Fortgeschrittenen gewesen? Ja, das wisst ihr natürlich nicht. Ihr hattet ungefähr 66 Minuten Spaß und das ist der Job unseres Game Masters, der hat alle Hände voll zu tun. Ein Game Master, je Team, der komplett dafür sorgt, dass ihr 66 Minuten Spaß habt. Wie viele Leute stecken hinter 66 Minuten? Aktuell würde ich sagen etwa 25 Leute. Wir waren auch mal ein paar mehr. Das sind Minijobber, das sind Festangestellte, das sind Auszubildende. Also da ist alles Mögliche dabei, ja. Ich glaube, noch eine wichtige Frage. Seit dieser Woche gibt es ja das neue Spiel, sage ich einfach mal. Das Amulett. Was erwartet uns da jetzt? Also kannst du da schon irgendwas drüber sagen? Was ist da jetzt so besonders dran? Was hat euch da besonders viel Arbeit gemacht, ohne jetzt vielleicht zu viel darüber zu verraten? Ja, das Amulett ist tatsächlich unsere Herzensmission, weil wir sie vor 3 Jahren begonnen haben zu planen und die ersten Bauten dafür auch gemacht haben. Es ist technisch extrem aufwendig, es ist sehr emotional und es ist ein Horror-Game in der jetzigen Variante. Es wird noch eine horrorfreie Mission irgendwann geben, aber im Moment kann man das Amulett nur als Horrorversion spielen. Und das Besondere ist, dass es der 3. Teil einer Trilogie ist. Der 1. Teil war das Geheimnis, der 2. Teil der Trophäensammler und der 3. Teil ist das Amulett. Und das schließt diese Story in sich nochmal zusammen ab. Warum, werdet ihr gleich sehen, wenn ihr das Amulett gespielt habt. Noch fragt ihr euch sicher, was der Trophäensammler mit Madithas Geheimnis zu tun hat. Das ist ganz, ganz weit weg für euch. Aber ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze so sich miteinander verbinden wird.
Ja. Fragen? Dann sind wir gespannt und ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es hat uns bis jetzt schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, das können wir schon mal sagen. Cool. Und ich denke mal, wir sind sehr gespannt alle zusammen, was uns jetzt dann gleich erwartet. Ich auch. Ob wir eben rauskommen. Mit Sicherheit. Bestimmt. Vielen Dank. Ja, jetzt habt ihr mal ein bisschen mehr erfahren, noch über 66 Minuten. Für uns geht's jetzt los. Für uns geht's jetzt zum Amulett. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir kommen gerade aus dem Amulett raus und also es war für mich auf jeden Fall das gruseligste Erlebnis, was ich jemals so mitgemacht habe. Weil das, keine Ahnung, das waren ja schon für mich als Kind der 80er, diese ganzen Horrorfilme allein mit diesen Kassetten und dann passiert dann irgendetwas. Also das war schon echt... Es waren noch CDs, laut zu machen. Ja. Ich war verwirrt. Also ohne Witz, jeder, der nur ein bisschen was mit Grusel anfangen kann, kommt her, probiert es auf jeden Fall aus, das lohnt sich, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr habt ein Erlebnis wirklich der Extraklasse, also ich glaube, sowas Vergleichbares werdet ihr so schnell nicht nochmal wiederfinden. Und wir haben Februar, wir haben nicht Oktober, wo jetzt irgendwelche Horror-Maces überall aus dem Boden sprießen. Also wie gesagt, wenn ihr Fans seid, auch Halloween-Fans oder so, kommt her und probiert es auf jeden Fall aus, es lohnt sich. Ja, ich wollte mich jetzt auch nochmal melden. Es sind jetzt 0.30 Uhr. Ich bin gerade zu Hause angekommen. Wir waren noch ein bisschen was essen in Koblenz, in einem Steakhouse. Haben noch ein bisschen zusammengesessen und noch ein bisschen gelacht. Es war auch noch ein bisschen aufregend, denn wir standen auf dem IKEA-Parkplatz, Simone und ich, in Koblenz. Und da waren die Schranken runter. Und da stand man natürlich erstmal wie ein Ochs vom Berg, aber wir hatten Glück, dass wir nicht alleine waren, denn Brina und ihr Freund waren auch mit unterwegs und konnten uns dann aus dieser misslichen Lage befreien. Es war ganz gut, dass da sich die Schranken haben etwas anheben lassen, sodass wir tatsächlich dann noch fahren konnten. Wir haben das heute Morgen tatsächlich nicht bedacht und sowas, dass es das passieren könnte. Aber ja gut, Ende gut, alles gut. Ich bin zu Hause angekommen und ich bin wirklich fix und alle. Das war Weg mehr. Es war mega anstrengend heute. Es hat super viel Spaß gemacht. Nochmal erstmal ein Dank an das ganze Team vom 66 Minuten. Erstmal für die Einladung, dass wir das alles erleben durften heute und für euren ganzen Einsatz. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war super lustig. Es war super gruselig. Wir haben so viele verschiedene Räume machen dürfen und so viele Experiences da erleben dürfen. Es war schon echt was ganz, ganz Besonderes. Und ich kann es euch tatsächlich nur ans Herz legen. So sieht der Flyer aus. 66 Minuten. Wir haben heute 5 verschiedene Sachen gemacht. Erstmal gibt es ja diese ganz besondere Trilogie über das Mädchen Madita. Wir haben da angefangen, unsere erste Mission war Maditas Geheimnis, damit beginnt die Trilogie praktisch. Dann gab es Leichenschauschmaus, das ist nein, Quatsch, Maditas Geheimnis ist Teil 1, Teil 2 ist Trophäensammler. Das ist der zweite Teil von der Madita-Trilogie. Und dann haben wir zuletzt das Amulett gemacht, was ihr, wo ihr eben dann noch ein paar Ausschnitte von gesehen habt. Außer dieser Mission, also um Madita, gab es dann noch den Trophäensammler und den Leichenschauschmaus. Das ist echt mega, mega cool gewesen. Und das Amulett war natürlich mein absolutes Highlight. Das gibt's erst seit dieser Woche. Am 22.02. hat das gestartet und das war einfach wirklich ein Erlebnis, wie ich das sonst so noch nirgendwo erlebt habe. Das war so bedrückend, es war so...
ich weiß es nicht, es war sehr, sehr gruselig. Es war von den Effekten her einfach mega. Also wirklich nicht ein ganz einfacher Escape Room hier, mal ein paar Schlösser öffnen und fertig raus. Nein, das Ganze dauert auch statt 66 Minuten, also bei 66 Minuten dauert jedes Spiel 66 Minuten. Bei das Amulett, also den letzten Raum, den wir gemacht haben, sind sogar 99 Minuten. Und die braucht ihr auch. Und wir waren zu fünft im Raum und das war schon echt sehr, sehr spannend. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel spoiler, weil ich würde euch so viel gerne erzählen, was wir so erlebt haben, wo wir uns ganz krass erschreckt haben, was für tolle Effekte und so gezündet werden wurden. Aber das sind alles Sachen, die müsst ihr selber erleben. Also ich kann es euch tatsächlich nur empfehlen, fahrt nach Neuwied, das ist bei Koblenz, also wenn ihr da nicht weit habt. Es gibt so viel da noch in der Nähe, ihr könnt in Neuwied auch noch den Zoo besuchen oder ihr besucht Koblenz. Von Koblenz ist es nicht mehr weit bis nach Bonn oder nach Köln oder sogar zum Phantasialand, wenn im Frühjahr das Phantasialand wieder öffnet. Also ihr könnt da tatsächlich da mal einen Tag verbringen. Und ich würde euch wirklich raten, dass wenn ihr irgendwas macht, macht diese Madita-Trilogie, macht diese drei Teile schön hintereinander. Maditas Geheimnis, das war es ja dann, den Trophäensammler und Amulett. Den dritten Teil. Ihr merkt schon, also ich weiß gar nicht mehr, was ich heute noch alles, also ich kann gar keine richtigen Worte mehr rausbringen. Es wird jetzt Zeit, das Video zu beenden. Ich bin mega müde, ich bin mega geschafft, bin froh, dass ich wirklich jetzt zu Hause angekommen bin und ja, werde jetzt auch nichts mehr machen. Eigentlich hatte ich noch vor, heute das Video hier zu schneiden, aber nein, das mache ich ganz in Ruhe morgen. Morgen ist Sonntag und da habe ich den ganzen Tag dafür Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr selber dem Ganzen mal eine Chance gebt, mal bei 66 Minuten vorbeischaut. Vielleicht seid ihr ja schon mal da gewesen und könnt mir darüber auch irgendwas berichten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder wie ist eure Meinung überhaupt zu Escape Rooms oder zu Escape Adventures, weil ich muss es ganz klar nochmal auseinanderhalten. Das haben wir ja auch eben nochmal ganz kurz besprochen. Es ist kein normaler Escape Room, sondern es ist ein wirkliches Adventure. Es gibt Schauspieler, die mit integriert sind, die Game Master, die wirklich mit ins Geschehen eingreifen, nicht einfach nur für einen Tipp oder so irgendwo erscheinen oder eine Nachricht auf irgendeinen Bildschirm senden. Nein, die Game Master sind wirklich immersiv mit im Spiel drin und sowas habe ich tatsächlich noch nirgendwo erlebt. Ja, bevor ich jetzt hier weiterrede und mir noch mehr die Worte fehlen, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und die Glocke aktiviert, damit ihr auch keins der nächsten Videos mehr verpasst. Ja, in dieser Woche geht's ja weiter mit ganz, ganz viel Disney-Content, haben wir ja schon gestern angekündigt. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und bis dahin,